Barrikade verkaufen, Assassinen positionieren, damit ich wahrscheinlich die Barrikade auswählen kann. Uhuhu. Zack, noch eine. Wie kann ich die jetzt aufwerten? Minus 15, machen wir mal. Zack. Okay. Dann wird sie größer. Nochmal aufwerten. Drücken Sie X, um die Pistole abzufeuern. Dadurch wird nicht nur getroffene Gegner eliminiert, sondern die ganze Truppe wird als Prioritätsziel für die anderen Assassinen markiert. Aha. Okay. Das heißt, er steht hier einfach mal als Oberpimp oben drauf. Und Sniper drunter. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall welche hiervon. Die habe ich noch nie benutzt. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Packen die mal dahin. Sichert diese Stellung. Keine Ahnung, ob die da jetzt richtig runterjumpen. Ja. Und jetzt klettert der wieder hoch, oder? Wie? Das ist ein enormer Zeitaufwand. Positionieren. Ah, die haben unsere Assassinen weggenudelt. Deswegen liegen hier auch so viele Tote. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass das geht. Ihr kriegt nachher übrigens... Bewertungen, das sind wieder Fernkämpfer dabei, ne? Platziert euch dort. Stopp. Haben wir das auch mal geklärt. Platziert euch dort. Platziert euch dort. Da noch einen. Ist wieder einer kopiert. Ist cool, dass die einem das so anzeigen, dann kriegt man das immerhin mit. Das eben war ein Kanonenschlag. Heilbeutel, zum Beispiel Goldbomben. Heilige leuchtende Leichen, aha. Okay. Das ist das, was ihr. Ich möchte die gerne hier einmal upgraden, in der Hoffnung, dass sie dann dadurch auch repariert wird. Ja, wird sie. Cool. Okay, als nächstes brauchen wir davon noch welche. Oben links seht ihr die Aufladung, das ist quasi so ein Special-Schlag. Und den könnt ihr abfeuern, indem ihr L1 drückt. Oh nein, schon wieder einer tot. Aber jetzt haben wir ordentlich Moral. Wir brauchen noch Bogenschützen, auf jeden Fall. Da noch einen, da oben noch einen. Hier noch einen. Puh. Können wir ja selber sogar mit reinfeuern, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, da kommt jetzt ein ganz mieser. Das war das letzte Mal quasi der Endgegner. Der hämmert aber einfach mal massiv schnell eure Barrikaden da weg. Ach, der zündet die an diesmal. Verteidigt das für mich. Richtig mies ist das. Platziert euch dort. Das ist euer Ziel. Und ihr seht, wie wenig Schaden der bekommt. Und der fackelt die einfach mal alle weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die durchkommen. Ich baue hier einfach mal einen dahinter, damit wir uns wirklich auf den konzentrieren. Es geht uns ans Leder. Okay, da kommt noch ein zweiter von. Wie ist das? Achso, der hat hier eine Barrikade kaputt gemacht. Oh, der ist zu dick. Den kriegen wir nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das verhindern könnten, dass der jetzt da irgendwo... Okay, wir haben so viel. Wir machen jetzt unbedingt, weil ich glaube, sonst wird das hier nichts. Ich weiß nicht, ob die Bogenschützen gegen den was ausrichten. Nehmen wir mal den. Ihr müsst diese Stellung halten. Und im Moment sieht es so aus, als dürften wir das nochmal machen. Oh, das mit so vielen Verlusten, das hat alles nichts gebracht. Puh, kann ich das nochmal neu laden? Die ganze Erinnerung ist auch blöd, möchte ich nicht unbedingt. Puh.
guck mal, was die Konsequenz ist, wenn man das nicht schafft. Na komm, es wird ein Fotofinish. Nein, wird's nicht. Wir machen viel zu wenig Schaden. Ja. Okay, mit so einem Flammenwerferturm habe ich einfach nicht gerechnet. Und dass man den Typen da oben drauf nicht einfach töten kann, wusste ich auch nicht. Das letzte Mal kam einfach nur ein Rambock. Den konnte man mit den Kanonenschüssen ganz gut eliminieren. Aber diesmal... Junge, Junge, Junge. Aber die sensen mir da oben auch einfach zu schnell die Bogenschützen weg. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich vorne Luftattentäter habe, damit die Bogenschützen, die hinten stehen bleiben. Achso. Wo kommt der denn hin? Gehen wir drauf, ne? Hat doch was zu verbergen. So, Leute. Ja, haut ab. Richtig. Guter Plan. Wie viele habt ihr heute getötet? Ich hab nicht genug Finger zum Zählen. Nicht den Attentat, jawohl. So. Und dann gehen wir hier einmal kurz das Plündern. Der hat da so drauf aufgepasst. Da ist bestimmt was Wertvolles drin. Jetzt war die Feste kurz weg, aber wir hatten die schon mal, oder? Oder hatten wir die noch gar nicht? Und das ist jetzt eine neue. Dann hätten die ja nicht angreifen müssen. Quatschfrage. Gut, also wir hatten die schon mal. Und jetzt haben wir sie gerade verloren. Und jetzt erobern haben wir sie quasi gerade wieder erobert, beziehungsweise tun es gerade. Falls ich das hinkriege, da jetzt hoch. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Komm schon, hoch, bevor er schießt. Ah. Puh, so. Gut. Die Musik da gerade im Hintergrund finde ich auch ein bisschen geil. Doch eigentlich viel leichter, als wenn man hier großartig da neuer Status bekannt. Als wenn man da jetzt großartig da die Defense-Dinger macht. Tower Defense. Oh, erfolgreich abgeschlossen. Er verdient schon ganz gut Kohle im Moment inzwischen, ne? Okay. Können die alle skillen? Bei dem packen wir nochmal einen auf Schaden, auf Rüstung. Der ist Stufe 6. Das war der Schlägertyp. Packen auch auf Rüstung. Definitiv, denn dieses der Ausweichen-Skill ist auch nicht so toll. Angriffen, die auf die Arme zielen. Das ist für den Assassin Kampfattacken Kombo. Das machen wir da als erstes mal. Das klingt, als wäre es sehr sinnvoll. So, der ist immer noch auf unbestimmte Zeit nicht verfügbar. Ah ja, er war der Erste. Der hatte Obst geklaut. Ich habe ihm geholfen. Gut, packen wir hier. Seltener, da brauchen wir einen Hammer. Gucken wir mal, ob die Frau das jetzt alleine packt. Jawohl, das ist eine gute Wahrscheinlichkeit. Zack, weg, ab damit. Dann haben wir noch den Doktor, das geht ja nicht. Hierfür brauchen wir ein Schwert, das könnte er machen. 77% ist mir genug. Weg. Doktor eliminieren mit dem Bogen. Kann er natürlich nicht machen. Gucken wir mal nach dem, ob er das schafft. Na, dann gucken wir nochmal nach dem nächsten, ob er das auch schafft. Ne, 30. Okay, dann nimm den. Zack. Und damit sind alle Vögel wieder ausgeflogen. Wir haben zwar jetzt keine Unterstützung, aber... Hey. Mir funkelt das noch so, als ob da oben noch Kisten... Da. Nee. Als ob da oben noch Kisten stehen. Jede Menge. Ist das jedes Mal, wenn man die neu einnimmt?
verliere ich doch mal mit Absicht die Verteidigungsaufgaben. Und sack hier lieber jedes Mal das Zeug ein. Doch, er ist doch schön blöd. So, wir sind auf jeden Fall gesucht wie ein bunter Hund. Das heißt, wir müssen unseren Fahndungslevel loswerden und dann sollten wir vielleicht auch so langsam mal zur nächsten Mission. Können wir ja vielleicht beides ein bisschen kombinieren. Unglaublich. Wir hätten ja noch einen Schmied unterwegs. Kaufen, damit wir neue Rüstungsteile freischalten. Denn das tun wir so, wie ich das verstanden habe, nur indem wir mehr Rüstungsschmiede renovieren. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ernivieren, was ist das hier denn für ein Symbol? Genau hier muss das, da. Da ist so ein Ding, aber ob das das Zeichen ist? Ist das Zeichen weg, also scheint es tatsächlich das gewesen zu sein. Hm. Okay. Und hoch da. Okay, da ist jetzt noch eine wichtige Person. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, ja, bei Assassin's Creed, wenn ihr, falls ihr es schon gespielt habt, werdet ihr gemerkt haben, man macht häufig dasselbe. Eine Milliarde Mal. Aber es hilft einem auch. So, hier würde ich jetzt gerne mal eine Splittergranate reinwerfen. So. Noch mehr Fremde. Ah! Er wirft die tatsächlich unter sich. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, den schon mal. Zack, weg damit. Macht uns aber keinen Schaden, das ist ja ganz cool. Templerstatus ist nur wieder geheim. Ach so, das heißt, mit bekannt war, das ist vielleicht das, wenn es rot leuchtet. Und das machen wir wett, indem wir Templer töten. Die greifen ja schon wieder an. Boah, da ist man ja hier nur am Verteidigen. Und ich hab noch gesagt, das ist wie bei San Andreas. Nee, viel zu weit. Aber wir müssen das machen, oder? Kanalisation. Wo ist die Kanalisation? Nee, wir machen das jetzt nicht. Wir kaufen jetzt dieses Ding hin. Ach so, wo man dann, wenn man alle Gebiete halten wollte, am Ende noch so 5 Stück über waren, die quer über die Karte verteilt waren. Und allein auf der Reise von der einen zum anderen wurde dann die andere wieder eingenommen, beziehungsweise angegriffen und musste da wieder hinfahren. Das war eine Hetzerei. In der Hoffnung, dass das irgendwann mal nicht so schnell triggert, dass man es zur nächsten Stelle schafft und es so nach und nach ein Gebiet immer weniger wird. Aber ich hab's geschafft. 2 Mal. Das war auch noch geil, da waren wir noch in der anderen, beziehungsweise überhaupt in der Schule und hatte Zeit, schön auf der PlayStation 2. Sogar noch mit einem richtig geilen Röhrenfernseher. Das war so ein, keine Ahnung von welcher Marke, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ein Riesenapparat. Also jetzt nicht die Scheibe, die war relativ klein, der Bildschirm, aber der Apparat, ne, war ein Monster. Ziemlich unhandlich, ziemlich eckig. Wie so ein Zugwaggon. Waggon. Ist auch sowas, ne? Eigentlich heißt es Waggon, aber man sagt Waggon. Genau wie Servietten. Das heißt nicht Servietten, sondern Servietten. Also Servietten. Hätte ich jetzt aber instinktiv nicht so gewusst, weil man halt auch immer einfach Servietten sagt. Überall wird Servietten gesagt. Und dann denkt man als Kind, wenn man es noch nie schreiben musste, das heißt Servietten.